Hallo, ich möchte euch nun zeigen, wie ihr mithilfe des Trivialkriteriums zeigen könnt, dass eine Reihe divergiert. Ich habe hier eine Beispielaufgabe, wo man zeigen soll, dass die Reihe über n gleich 1 bis unendlich von n durch n plus 1 divergent ist. Diese Konvergenzaufgabe kann man mithilfe des Trivialkriteriums führen. Und hier, wenn ihr euch daran erinnert, das Trivialkriterium bedeutet, dass jede Reihe divergieren muss, dessen Summandenfolge nicht die Nullfolge ist. Das heißt, es reicht hier nachzuprüfen, dass die Folge n durch n plus 1 keine Nullfolge ist. Einige von euch werden dies auch schon sehen, dass hier der Grenzwert 1 und nicht 0 ist. Dementsprechend schauen wir uns jetzt erstmal im Beweis den Grenzwert dieser Summandenfolge an. Wir können schreiben, es gilt Limes n gegen unendlich von n durch n plus 1. Wie zeigen wir hier die Konvergenz? Zunächst einmal können wir n ausklammern. Wir erhalten Limes n gegen unendlich von 1 durch 1 plus 1 durch n. Nun können wir die Grenzwertsätze anwenden. Diese bedeuten ja, dass wir den Limes in also in Ausdrücke reinziehen können, wo die Teilfolgen selbst konvergent sind. Das heißt, das wäre der Limes n gegen unendlich von 1 durch Limes n gegen unendlich von 1 plus den Limes von n gegen unendlich von 1 durch n. Das können wir ausrechnen. Hier kommt jeweils 1 raus als Grenzwert. Die Folge 1 durch n konvergiert gegen 0. Entsprechend erhalten wir den Ausdruck als Ergebnis 1 durch 1 plus n. Das Ergebnis wiederum ist 1. Und damit können wir nun schreiben, damit ist die Folge n durch n plus 1 keine Nullfolge, denn ihr Grenzwert ist ja 1 und nicht 0. Und dementsprechend folgt aus dem Trivialkriterium, folgt, dass die Reihe von n gleich 1 bis unendlich von n durch n plus 1 divergent ist. Zur Zusammenfassung: Wenn ihr also zeigen könnt, dass die Summandenfolge, wie hier dargestellt, keine Nullfolge ist, dann folgt aus dem Trivialkriterium, dass die entsprechende Reihe divergiert.